Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht Assassin's Creed Brotherhood. So, gestern haben wir hier endlich den Zugang zu diesem verstecktes Romulus gefunden. Ne? Das war ja dann doch recht einfach. Wir mussten ja einfach bloß das Aquädukt reparieren und da ist hier das ganze Ding geflutet. Na? Und da kommen wir jetzt auch rein. So, und da machen wir das auch. Ne? Wenn wir schon mal davor stehen, da können wir jetzt hier reingehen. So, bei der Gelegenheit möchte ich gleich mal eine Ankündigung machen. Und zwar, ich habe mich schweren Herzens dazu entschlossen, die Upload-Frequenz von Assassin's Creed Brotherhood zu verändern. Und zwar, wenn wir hier Lightwolf, den Schrein des Romulus finden, klar, nicht mehr als 10 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Oh je, na gut. Und zwar werde ich jetzt nur noch jeden zweiten Tag Assassin's Creed veröffentlichen. Der Grund ist einfach der, ich komme nicht mehr so richtig schön hinterher, Folgen zu produzieren. Na, nur zum Vergleich, jetzt in dem Moment, in dem ich das hier sage, ist gerade Sonntag. Morgen muss die nächste Folge rauskommen, das ist die ihr gerade hier seht. Und ich müsste jetzt, um weiter wöchentlich, um täglich Folgen zu hoch zu machen, müsste ich quasi in der Woche 7 Folgen produzieren. Und hoppala, ich komme nicht mehr so richtig gut dazu. Naja, es kostet halt doch ein bisschen Zeit mit dem Kind. Ich gehe wieder auf Arbeit, was ganz gut ist. Aber wenn ich dann nach Hause komme, dann da kann ich einfach nicht jeden Tag hier mich an der Aufnahme setzen. Das wäre unfair gegenüber zum einen meiner Frau natürlich, die ja sozusagen die ganze Zeit zu Hause ist und vielleicht nachmittags auch mal was für mal selber Zeit für sich verbringen will. No? Wir haben viele neue Rekruten gewonnen. Ich sage kaum den Namen Romulus und sie gehorchen. Bene, die Prophezeiung bewegt sie wie geplant. Gemeinsam schaffen wir religiöse Harmonie. Assassino! Ruft eure Anhänger! So, die sind ja noch. Naja, also wie gesagt, das wäre zum Unfair meiner Frau gegenüber natürlich. Still! Auf ihn! Hans den Bastard! Na? Und zum anderen will ich natürlich von meiner Tochter auch was haben. Aua, shit. Mist. Fass den Bastard. So, dann muss ich mal hinterher. Mensch, hör auf mich zu beschießen. Oder wartet der auf mich? Der Assassine muss sterben. Okay. Romulus befiehlt es. Oder, Flagge. Du hast es nicht anders gemacht. Wir sollten den ganzen Weg auf Knie. So, und jetzt hier einmal durch. Lasst ihn euer Schwert führen. So. Vergießt sein Blut. Da kommen die Nächsten. Das ist der. Stirb, verräter. Bestimmt ein Franzose. So, dann muss ich auch noch dem nächsten folgen. So eine Scheiße. So. Wupp. Aua. Mensch. So wartet doch! Hilf dir selbst! Na toll.
hast du davon? So. Die schönen Kontersälen. So, und endlich muss ich mal nicht hier gegen die Uhr arbeiten, sondern gegen die Höhe. Ja. Mensch. Ist hier noch was? Plündern. Ansonsten habe ich mir auch überlegt, werde ich vermutlich nicht gleich mit dem mit Assassin's Creed Revelation anfangen. Wenn ich hier durch bin, sondern wir erstmal Borderlands 2 fertig machen. Na? Oder, ne, wer weiß. Weiß ich noch nicht so genau. Das ist erstmal so eine schöne Idee. Ich meine, wir brauchen hier eh noch ein bisschen sozusagen, bevor wir hier an Borderland denken können. Dann ist eine Flagge. So. Es gibt keinen Grund, hier oben zu sein. Hab ich schon mal gesehen. Zack. So, da hinten sind noch ein paar. Ja, die holen wir uns natürlich auch gleich. Und vorher können wir noch ein bisschen plündern. So. Ach, nur gut. Aua! Spinnst du? Scheiß Messer nach mir geworfen. So. Okay. So, noch das Fleckchen hinten nehmen. Und weiter geht's. Und da sind wir oben. Okay. So. Weg da! Da! Hinterher! Okay. Wir haben ja einiges an Energie jetzt gekostet. Du willst dich mit ihm den Weg an! Wir kriegen ihn! Dein Ende naht, Assassine. Besänftigt, Romulus. Tötet ihn! Haltet den Mann! Schnell! Den Dienern der Wölfin fängt ein Platz im Himmel. So. Genügend Feinde. Zack. Ah!
Den Dienern der Wölfin fängt ein Platz im Himmel. Oh, wow, ein Treffer, das gibt's aber nie. Habt ihr diese Lügen von euren Borgia-Herren gelernt? Ich spreche die Wahrheit. Du bist es, der Lügen verbreitet. Gebt mir das Chiffrierblatt. Ich geb dir nur eins, den Tod. Ach so. Du bist erledigt. Und tschüss. So, hast du noch irgendwas bei dir? So, ein paar Kugeln. Ich habe ja gerade zwei in dich reingedrückt. So. Einfach ein bisschen plündern. Hey, ich brauche Kugeln. Oh, ich wollte eigentlich Bunny. Hier nicht mehr zum Plündern? Na, was ist? So, okay. Da oben. Hier sieht es so gut aus. Oh. So, ein rüber. Ist natürlich die Frage, wie der da gekommen ist. Oh, eine Schatzkiste. Das ist ja toll. So. Dank Klettersprung erreichen wir das Ding auch. Yeah, das hat sich ja gelohnt. So, jetzt haben wir noch ein paar Schätze. Hoffentlich kriegen wir noch ein paar Zutaten und nicht bloß Geld. Ich meine, Geld haben wir eigentlich genug jetzt. Können wir schon fast ganz Rom aufkaufen. Ja, das können wir eigentlich immer machen. Spaß mit Blutegeln. So lobe ich mir das. Quecksilber! Ist bestimmt ganz schön gefährlich, Quecksilber in so eine Truhe zu lagern. Supi. Okay. Und tschüss. Klempner. Und 100% Synchronisation. Fein, fein. Ah, das ist ja geil. Klempner mit diesem Rohr. Das ist so eine Anlehnung an Mario. Und Super Mario. Yeah. Na gut. So, wo kommen wir hier raus? So, wo sind wir denn jetzt? Nur ist ja doch ganz schön weit entfernt von der von dem Eingang. Der war glaube ich hier, wenn mich alles täuscht. Oder? In der Therme war das so, oder? Naja. So, wir haben hier eine Diebesmission, die können wir machen. Einfach mal ein bisschen Schatz for fun, ein bisschen ringsrum. Denn die sind jetzt nicht wirklich wichtig, aber schön sind sie ja doch manchmal. No. Ezio, ihr müsst meinem Bruder helfen, Aldo. Diese Halunken haben ihn. Bitte, er ist nur ein Taschendieb. Er hat niemandem etwas getan. So, streunendes Hündchen. Aldo aus der Gewalt der Cento Occhi befreien. Und in weniger als 2 Minuten sollen wir ihn retten. Für die volle Synchronisation. Na dann, nehmen wir ein bisschen kleinen Pferd.
Nee. Alle Borgia-Verbrecher gehen Hölle schleifen. So, wo ist das hier eigentlich? Okay, den Weg am besten folgen. Ich hatte schon mal eine Diebesmission gemacht für euch, die wurde dann aber nie ausgestrahlt. So, das müsst ihr jetzt einfach machen. Das war eine Folge, wo die Tonspur, also wo meine Tonspur kaputt war sozusagen. Ich hatte die Töne nicht, meinen Ton nicht mit aufgenommen. War natürlich doof. So, pass mal auf, jetzt machen wir hier mal eine Rauchbombe. Machen wir noch eine Rauchbombe. So. Ich hol mir deinen Kopf! So. Wo ist denn... Ach, dort. Großartig, bravo! Grazie a Dio! Grazie a Dio! Weißt du schon? Yeah. Wenig. Das fühlt sich mehr als 2 Minuten an. Naja, was weiß ich. Oh, ein Totem! Geil, geil, geil! Ich glaube, jetzt kann ich den Geschäftsauftrag für den Schmied ab hier erlösen. Ich glaube, da hat mir noch ein Totem gefehlt. So, Armbrustbolzen, ein paar Kugeln wären nicht schlecht. Wobei, wenn ich jetzt zum Schmied komme, um indische Diamanten hat er einstecken, das ist ja fett. Und Kardinalspurpur, Mensch, was haben die denn mit sich? Was führen die denn mit sich? Sehr großartig. So. Da rennen wir mal zur Tiberinsel. Aber vorher machen wir hier, gehen wir hier vorbei. Da können wir hier diese Therme kaufen und dann reparieren wir da unten das noch hier den Tunneleingang. Naja, haben wir es ja schon. Und dann machen wir den kurzen Weg durch die Tunnel. So, eine Sehenswürdigkeit gekauft. Ich glaube, das ist meine erste. Nein, ich glaube, hier Pyramide habe ich schon gekauft. So, die Thermawurm. Nee. So, Tunneleingang renovieren. Na, supi. So, gleich benutzen. Interagieren. Und die Tiberinsel, der Versteck, da ist sie ja schon. So. Naja. Es war ja blöd, ich muss hier oben in die obere Etage, um unten rauszukommen. Ja, ist ein bisschen dumm. Aber was ist das? Okay, hier ist der Schmied. Der Arzt ist auch um die Ecke hier, da können wir die Medizin holen und vor allem mal heilen. Okay, Geschäftsauftrag. Treue, da können wir es machen. Und das schaltet das Offiziersschwert frei. Wenn das nichts ist. So, was sieht hier? Münzen von Vlad, dem Fehler. Und einen Schrumpfkopf brauchen wir noch. Für die Seusenhoff-Rüstung. Mhm. So, reparieren können wir immer.
Okay. Rüstung. Latten. Ah, hier ist Seusenhof. Ist natürlich toll. Aber ich denke, es reicht erstmal, was ich hier habe. Ich habe ja die römischen Stiefel und so, ne? So, Waffen. Offiziersschwert. Wo ist es? Hä? Ach, das habe ich dann automatisch schon. Ach so. So, die Spada Lunga. Achso, Moment. Das Ding war ja auch eine krasse Waffe, glaube ich. Oder? Nee. Irgendwann im Spiel war die geil. So, hier den venezianischen Malkus. Der ist natürlich schön schnell. Aber Schaden nicht so toll. So, das ist natürlich eine große Waffe. Die will ich nicht haben, weil da kann ich meine Pistole nie benutzen. Na gut. So, die haben wir auch gerade ausgewählt. Danke, ehrt mich bitte wieder. Na? Oh. Entschuldige, aber ich muss jetzt mal mein Schwert probieren. Ups. Ja. Ja. Wo ist das Kunde? So, das ist alles voll. Was ist denn hier eigentlich? Geschäftsauftrag. Tomaten haben wir ganz viele. Muskat braucht man eine. Da können wir schnell wirkendes Gift freischalten. Na gut. Okay, liebe Leute, ich hole noch schnell Geld. Ja. Habt ihr kein Schamgefühl? Haben wir kein Schamgefühl? Okay. Du Sau! Wo ist der Kerl? Dort. So, den hol ich mir noch. Wo ist der Kerl jetzt hin? Ach, da oben. Ich kann kleine Amputationen vor Ort durchführen. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Na gut, früher wurden die auf der Karte mal angezeigt. Ja, da kann man die besser verfolgen. Nein, nichtsdestotrotz, der Timer ist schon lange abgelaufen und deswegen mache ich an dieser Stelle mal einen Cut. Ja. Und wir sehen uns dann nicht morgen, sondern wie gesagt, übermorgen. Da kommt die nächste Folge. Ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass die Folgen bloß noch zweitägig kommen, alle zwei Tage. Aber ich denke, es gibt bei YouTube so viel, was man sich angucken kann und da man kann eh nicht alles sehen. Ja, bleibt einfach meinem Let's Play treu. Ja. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis übermorgen. Tschüss!